Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Wochenorakel. Und zwar wollen wir jetzt mal in die kommende Woche reinschauen, was da Schönes auf das Kollektiv zukommt. Das wird der 19. bis 25. sein. Da guck mir rein, was kommt jetzt hier auf dich zu in der kommenden Woche. Wenn du jetzt hierher geführt wurdest, dann kann es für dich relevant sein, dieses Video. Vielleicht hast du aber auch am Gewinnspiel teilgenommen, dann hast du heute die Möglichkeit, von 3 Plätzen einen Platz zu machen. Da gucken wir gleich mal rein. Wir losen nämlich jetzt gleich noch aus. Ich habe nämlich die Teilnehmer, die sich hier eingetragen haben, am Wochenendorakel, habe ich jetzt hier mit dabei. Und ja, ansonsten danke ich euch für eure Likes, für eure lieben Kommentare. Begrüße auch hier alle neuen Abonnenten. Schön, dass ihr mit dabei seid auf meinem Kanal. Ja, und ich würde sagen, wir starten in die Karten. So, oder besser noch nicht, wir starten jetzt erstmal ins Lose ziehen. Das machen wir jetzt gleich am Anfang. Ich habe da diese wunderschönen Federn hier drinnen gelassen. So, der erste Platz, wisst ihr ja. Der erste Platz war dieses wunderschöne gestaltete Chakra-Herz, dieses Chakrenarmband als Herz gemacht. Na? Und ich werde jetzt hier ziehen. Okay. So, dieser Mensch hat dieses Herz gewonnen. Und ich schaue, wer das ist. Ich bin gespannt. Das ist die Marie-Louise Engel. Du hast dieses wundervolle Chakrenherz gewonnen. Also melde dich bitte hier über WhatsApp bei mir oder auch über meine Webseite. Da kannst du über das Kontaktformular, kannst du da schreiben, kannst du mir auch deine Adresse geben. Ich schicke dir das dann, per Post zu. Also herzlichen Dank generell für euer Mitmachen hier. Aber ihr wisst, es kann nur 3 Gewinner geben. Und ja, ich werde jetzt hier öfters mal wieder solche Gewinnchancen machen. So, der zweite Gewinner, das ist eine SOS-Legung. Also das heißt, du hast 2 Fragen offen, die du mir stellen kannst und ich beantworte die dir. Die Luma Mi, du hast die SOS-Legung gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, melde dich auch gerne über meine WhatsApp oder auch über das Kontaktformular. Wenn du deine Telefonnummer nicht rausgeben möchtest, da kannst du dich gerne über das Kontaktformular melden oder vielleicht auch über die E-Mail und dann werde ich dir deine 2 Fragen beantworten, ja? So, und der dritte Gewinner hat den Hauptgewinn gewonnen und das ist ein großes Kartenblatt. Das ist also weitreichender, das große Kartenblatt. Und das große Kartenblatt, da können wir alles schauen, Liebe, also was kommt in der nächsten Zeit so auf dich zu, was kommt in der Liebe generell um dich herum, wenn du ein Gegenüber hast, da geht es auch um das Gegenüber, was da so los ist, Kinder, Gesundheit können wir nachschauen, wir können aber auch schauen, berufliche Themen, was im Beruflichen auf dich zukommt, im Finanziellen oder auch in der Freundschaft, wie du das gerne wissen möchtest. So, so, da war sogar die Feder hin gleich mit dran. Also, du hast das große Kartenblatt gewonnen. Ich bin gespannt. Die Kerstin Prellberg, du hast das große Kartenblatt bei mir gewonnen und das geht als Videobotschaft über YouTube. Es ist natürlich privat, also wer hier bei mir Buchungen macht, die sind alle privat, vor allem die Videobotschaften wie Kartenblatt oder Spiegellegung. Das wird dann auf YouTube hochgeladen und ist halt privat und nur du hast den Link dafür. Ja, also Kerstin Prellberg, melde dich bei mir für dein großes Kartenblatt. Du kannst auch über WhatsApp dich melden oder über das Kontaktformular. Auch da kann ich dir dann den Link darüber senden. Also nochmal herzlichen Glückwunsch an die Marie-Louise Engel, die das Chakrenarmband gewonnen hat, die Luma Mi, die die SOS-Legung gewonnen hat und die Kerstin Prellberg, die das große Kartenblatt gewonnen hat. Und danke, danke für euer Mitmachen. So, ich würde sagen, jetzt starten wir aber. Jetzt gucken wir mal rein, was vom 19. bis 25. aufs Kollektiv zukommt. Genau, so, erstmal mit meinen eigenen Kipperkarten, die habe ich heute hier mit dabei. Was zeigt sich in der kommenden Woche vom 19. bis 25.? Oh, da hat schon was aufgeblättert. Okay, also das zeigt mir, dass es hier vielleicht auch um eine Gegenüberenergie gehen könnte, dass es hier generell um einen langen Weg gehen könnte, den du vielleicht auch schon gegangen bist oder gehen könntest. Und hier haben wir einen guten Herren. Das kann jetzt jemand sein, der schon älter ist,
Das kann jemand sein, der dein Vater sein kann, ein Onkel sein kann. Also vielleicht bist du aber auch generell mit diesem Menschen schon einen langen Weg gegangen, ja? Und darum geht's schon mal nächste Woche. So, das Wolfsorakel, das ist auch mein eigenes Orakel. Da sind drei Energien gefallen. Da haben wir erstmal hier. Du sollst dich in der kommenden Woche erstmal zurückhalten, hier nichts unternehmen, nichts machen. Dann haben wir, dass du von oben auf eine Situation schauen könntest. Das könnte helfen. Das hatten wir doch letztens schon gehabt, ne? Und Freude kommt in dein Leben. Okay, das ist doch schon mal gut. So, also können wir hier schon nochmal sagen, nächste Woche kommt etwas auf dich zu, wo du vielleicht noch einen langen Weg vor dir hast mit einem Menschen oder dass generell sich ein Mensch in der kommenden Woche hier für dich zeigt. Du sollst dich lieber erstmal ein bisschen zurückhalten, schau von oben auf die Situation drauf und Freude kommt in dein Leben wieder. Das ist doch schon mal schön. So, die Lektion deiner Seele, was sagen die für die kommende Woche, 19. bis 25. Da geht es auf der einen Seite hier um Ängste und Sorgen, sehe ich hier. Ne, wir haben auch sehr stark die Farbe Lila vertreten. Es geht darum, in der kommenden Woche Mut zu finden, die Kraft zu finden, der Angst mit Zuversicht zu begegnen. Vielleicht hast du in irgendeiner Angelegenheit oder Sache Angst oder Situation Angst. Und hier sind auch noch Sorgen. Vielleicht könnten sich aber auch so einige Sorgen in der kommenden Woche ankündigen. Ja, du sollst aber daraus lernen, dass Sorgen ja die Dinge nicht zum Besseren wenden. Ne? Es kann sein, es ist immer wichtig, dass du diese Themen angehst, diese Sorgen. Also wenn du dir Sorgen um etwas machst, dann geh da rein. Guck, was macht dir da so Sorgen? Ja, und ja, irgendwie soll es in der kommenden Woche mutig sein. Na, ich denke mal, es wird sich da noch zeigen, in welcher Situation. So, das schamanische Traumorakel, was sagt das für die kommende Woche? Da möchte ich auch zwei Energien. Da haben wir erstmal die Wand. Ja, also du könntest hier in der kommenden Woche auf Hindernisse stoßen, ja, auf Themen stoßen. Aber in dieser Wand befindet sich etwas für dich, was du entdeckst. Ja, das soll ich dir jetzt sagen. Du entdeckst da in dieser Wand etwas. Und in diesem Hindernis ist etwas drinne für dich, was für dich wichtig ist. Ja, aber das könnte so ein Hindernis für sich anfühlen wie so ein Hindernis. Und wir haben ja auch das Schicksal in den Himmel geschrieben. Also hier in den Himmel geschrieben, das sind erstmal Wolken. Ja, diese Wolken, die kündigen immer an, dass sich hier etwas verändert, dass hier Veränderungen aufziehen. Ich sehe aber jetzt auch die Daggers, die dafür dasteht, man soll sich locker machen. Ja, es kann auch mal reinhageln hier bei dem einen oder anderen oder zu einem Mangel führen. Ne? Also das ist ja ein Schicksal. Ein Schicksal, ja, in der kommenden Woche könnte sich für dich ein Schicksal erfüllen, aber auch irgendwo noch etwas, wo du vor die Wand läufst, ne, so ein Stück weit. Boah, Leute, hier ist so warm. So, puh. Wir schauen weiter. Die allgemeinen Tendenzen für die kommende Woche, was wird sich da zeigen? Allgemeine Tendenzen für die kommende Woche. Da haben wir schon mal die Königin der Schwerter. Oh, die 5 der Stäbe. Wir haben den Gehängten und wir haben die Königin der Stäbe. Also wir haben ja erstmal zwei Königinnen drinne. Ne? Entweder geht es um dich und jemand anderen, wo ein Mangel drinne ist und wo vielleicht auch ein Konflikt auf dich zukommen könnte. Das soll ich jetzt als erstes sagen. Du könntest hier irgendwelche Konflikte mit jemandem gehabt haben und seitdem ist hier auch so ein bisschen was im Mangel. Ja, also die 5 der Stäbe, vielleicht war das, ist das ein Konkurrenzdenken zwischen dir und jemanden oder ja, dass hier irgendwie Streit aufgekommen ist. Ne? Also der eine wollte vielleicht auch besser sein wie der andere. Die 5 der Stäbe bitte noch. Es geht hier um einen Wunsch, ne? Um eine Hoffnung. Vielleicht hat man in irgendeiner Sache eine Hoffnung reingelegt und hat gedacht, okay, da kommt jetzt was raus, da erfüllt sich was. Aber dann kam es hier zu irgendeinem Streit, ja, zu irgendwelchen Konflikten, zu irgendwelchen Gerangel. Und seitdem ist halt dieser Stillstand hier drinne. Es könnte auch noch hier in der kommenden Woche zu einem Stillstand kommen. Ja, also es muss nicht sein, dass der jetzt schon da ist. Es kann auch sein, dass das noch kommt. Wir haben hier die 9 der Kelche, dass man hier wieder versucht, etwas in die Sicherheit reinzubringen. Also entweder ist es so, dass du hier in der kommenden Woche irgendwelche Konkurrenz,
ja, irgendwelche Konkurrenten hast oder Konkurrenz, wo dann etwas in den Stillstand gerät oder ne, mit einem bestimmten Menschen hier oder es sind wirklich deine Anteile, wo es darum geht, okay, du hast hier so ein bisschen Konkurrenzdenken jetzt oder vielleicht ist ja in der kommenden Woche irgendein Streit, den du haben könntest. Daraufhin ist alles so ein bisschen in Stagnation und dann versuchst du hier etwas zu verändern. Ja, schauen wir mal weiter. Allgemeine Tendenzen in der kommenden Woche. Ja, es geht hier schon mal um Veränderungen, um Wandlungen mit dem Storch, was hier kommt. Kommende Woche. Aber auch verletzende Veränderungen. Das können verletzende Veränderungen sein. Vielleicht geht es hier um eine Kündigung, vielleicht geht es hier um eine Trennung. Ja, was ist mit der Sense? Das ist schon mal gut. Man kann sich jetzt hier, also in der kommenden Woche könnte es sein, also ich habe jetzt hier wirklich zwei Möglichkeiten. Für die einen ist es wirklich so, dass sich hier etwas verändert und dass man sich dann von diesen ganzen, also dass es hier zu einer Wandlung kommt, zu etwas Neuem vielleicht auch, was mit etwas Neuem zu tun hat. Und dann kann man sich von der Schlange abschneiden, von diesen ganzen komplizierten. Es kann aber auch sein, dass es irgendwie so ein Stück weit auch verletzende Veränderungen sein werden. Vielleicht sagt man hier etwas, was verletzt. Ne? Vielleicht geht es hier irgendwie auch so um eine bestimmte Trennung. Also ja, das soll man in der kommenden Woche hier ein bisschen aufpassen. Ja, auf jeden Fall geht es hier um Veränderungen. Also das ist jetzt erstmal so allgemein. Okay. So, jetzt muss ich mal ganz kurz was einstellen. Irgendwie hat es gerade ein schiefes Bild hier. Vielleicht ist da deine Welt auch so ein bisschen auf den Kopf gestellt oder ein bisschen in Schieflage in der kommenden Woche. Ne? Beruf und Finanzen. Was zeigen Beruf und Finanzen für die kommende Woche? Da haben wir die 6 der Kelche. Okay. Die Kraft. Die 9 der Stäbe. Und das Ass der Kelche. Ja, also da zeigt sich in der kommenden Woche, vielleicht hatte dich hier jemand enttäuscht oder sich weggeschlichen. Also irgendeine Enttäuschung, ne, war hier gewesen. Aufgrund dessen, erst hat man sich richtig super gefühlt, dann kam eine Enttäuschung, dann hat man sich zurückgezogen und das endet jetzt. Und ich sehe hier, dass es vielleicht auch um eine vergangene Sache im beruflichen geht oder dass man sich hier noch mal genau etwas betrachtet, was vergangen war. Und diese, vielleicht hast du hier irgendeine berufliche Vergangenheit, die du noch lösen musst, wo noch etwas in die Kraft gebracht werden muss. Ich habe nämlich hier die 9 der Stäbe. Das ist so das Misstrauen, das ist so das Abwehren. Ja, man wehrt etwas ab. Vielleicht kommt auch irgendetwas Kraftvolles, was wie in der Vergangenheit gewesen war im beruflichen Bereich, aber du wehrst das ab. Na, ich möchte jetzt mal wissen, was kommt denn da mit den 6 der Kelchen? Es geht hier um den Chef, um die Chefin. Vielleicht kommt in der kommenden Woche noch mal ein alter Chef oder eine Chefin auf dich zu. Also das ist die erste Möglichkeit, die hier sein kann. Noch mal aus der Vergangenheit zum Beispiel: Ah, arbeitest du für uns? Wir bräuchten mal deine Hilfe oder was weiß ich. Ja, und die kommt mit einer geballten Kraft hier auf dich zu. Ne? Und du versuchst aber gerade im Beruflichen so ein bisschen deine Kraft gerade zu bündeln. Ich möchte mal wissen, warum wehrst du das ab? Warum bist du misstrauisch gegenüber dieser Person? Okay, also 5 der Schwerter. Ne, hier war wahrscheinlich schon sehr viel passiert im beruflichen Bereich. Also hier gab es immer wieder Konflikte, Verstrickungen. Also na, Blut ist nicht geflossen, aber Verletzungen. Ne, ganz einfach Verletzungen. Und deswegen bist du misstrauisch und möchtest das Ganze hier im beruflichen abwehren. Und ich sehe aber hier in der kommenden Woche, dass ich dir eine Chance bieten wird, dass du mehr Geld bekommst, ja, dadurch. Also entweder für diese Sache, ne, wenn du das annimmst, oder wir schauen mal noch weiter. Ass der Kelche, ich brauche nähere Informationen. Ja, also ich habe hier wirklich so im Gefühl,
dass, wie gesagt, nächste Woche jemand auf dich zukommen könnte, kann Behörde sein, das kann ein Chef oder eine Chefin sein, ne, aus der Vergangenheit. Du hattest vielleicht mal etwas mit dieser Person zu tun. Vielleicht kommt ja aber auch sowas wie so eine Wiedervereinigung, das kann auch sein, aber ich habe hier so ein bisschen mehr die Vergangenheit. Und du versuchst aber gerade noch so ein Stück weit in deine Kraft zu finden, in deine Kraft zu kommen. Ne, also du wehrst das hier ab. Das kann natürlich auch sein, dass es hier eine Behördenperson ist, die auf dich zukommt und sagt, hier, ich habe was für dich, du kannst das hier machen, aber du sagst nee. Ne, du sagst nee, ich heile hier gerade noch von dieser anderen Sache und versuche da gerade wieder alles zu bändigen, in meine Kraft noch zu bekommen. Das kann ich jetzt nicht machen. Ja, weil du bist hier immer noch so die Leidtragende, ne, die da hier, ja, was du da auch erlebt hast, also das war hier überhaupt nicht schön, ne? Das war sozusagen so ein bisschen wie die Hölle für dich, was du da erlebt hast oder hattest. Und du möchtest hier wirklich in gute Gefühle reingehen. Ja, also du möchtest hier wirklich in deinem Gefühl bleiben. Du hast so das Gefühl, ja, dass du dich da von dieser Sache jetzt irgendwie auch zurückziehen musst. Ja, weil es bietet sich hier für dich auch noch eine Chance, mehr Geld zu bekommen. Ne, die kommt. Also ich soll dir sagen, du musst das hier nicht annehmen, was da auf dich zukommt. Ne, du musst das nicht annehmen. Aber wenn du das annehmen möchtest, dann kann für dich auch mehr Geld kommen. Ne? Aber ich sehe dich trotzdem hier noch in einem Mangel mit dem 5. Ja, also du wirst dich wahrscheinlich auch so ein bisschen eingesperrt fühlen in diesen Dingen und wirst vielleicht auch nicht so richtig wissen, was du willst, ne? Ob du das nochmal willst oder nicht. So, ich möchte jetzt mal wissen, was ist hier noch im Beruflichen oder Finanziellen? Das kann natürlich auch irgendeine finanzielle Angelegenheit sein aus der Vergangenheit, alter Vermieter, alte Vermieterin, ne? Ja, also man ist hier misstrauisch. Man ist hier misstrauisch. Es geht hier vielleicht auch um einen beruflichen Neuanfang, um etwas Neues, wo halt wirklich nochmal eine Zusammenkunft sein wird, ne? Also ja, da kommt nochmal ein Neuanfang, vielleicht auch ein Neuanfang nach einer Enttäuschung. Ich möchte jetzt mal noch wissen mit dem Fuchs, was ist das hier mit dem Fuchs? Okay, vielleicht kann sich aber auch für dich eine vergangene Situation lösen, wo du hier mal enttäuscht wurdest. Das kann auch sein, dass hier irgendetwas Altes, eine alte Verstrickung für dich lösen, dass hier ein friedlicher Neuanfang dann für dich kommt. Also das habe ich jetzt so, ne? Weil der Fuchs, klar, der Fuchs, der kann ja auch so ein bisschen die Sonne nehmen. Man ist noch so ein bisschen in den Gefühlen enttäuscht. Aber hier kommt wieder, also hier geht's wieder in friedliche Gewässer rein, ja. Und wenn das jetzt wirklich irgendetwas Geldliches ist, ja, dann hatte dich das enttäuscht und jetzt kommt vielleicht auch der Erfolg da rein, ne, in diese Sache. Ja. Na, da bin ich echt mal gespannt, was ihr da so schreiben tut. Ne, ihr könnt mir ja mal einen Kommentar lassen, was das für euch sein könnte. Weil ich habe dich hier echt in der kommenden Woche in so einer Abwehrhaltung, ne, dass du das doch nicht machen willst oder dass du das nicht annimmst. Okay, schau mal weiter in die Liebe in der kommenden Woche. Da bin ich gespannt. Ne? Also ich bin ja generell immer gespannt auf die Energien. So, die Liebe. Die Liebe. Also, ich muss jetzt noch mal ganz kurz was sagen. Du sollst dich, wie gesagt, hier lieber zurückhalten in der Situation. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das hier was im Beruflichen sein könnte, ne, wo du dich zurückhalten sollst. Dass du erstmal von oben drauf schauen sollst auf diese Situation. Weil du hast hier Angst. Du hast hier Angst, vielleicht noch mal etwas einzugehen im Beruflichen. Ne, das sind irgendwelche Sorgen. Da ist ein Hindernis und aber auch ein Schicksal. Ich schaue jetzt mal. Was ist noch in der Liebe die kommende Woche? Was zeigt die Liebe? Ich möchte mal nur wissen, warum ist man hier? Und die 6 der Schwerter. Okay.
Also in der Liebe sehe ich in der kommenden Woche eine Chance, sich entweder wirklich von etwas abzuschneiden oder eine Chance auf Kommunikation, ne, dass man hier reden kann miteinander. Ja, es geht um Gespräche, um wieder etwas ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist auch schicksalhaft, ne, weil das bringt dich hier wieder in den Frieden mit diesen Menschen rein. Und in der kommenden Woche sehe ich hier mit den drei der Stäben, dass man ja einfach mal Ausschau jetzt hält, ne, dass man drüber nachdenkt über etwas, was sich vielleicht auch verändern muss. Also man sitzt dort, man hat sich vielleicht schon so ein Stück weit auf der einen Seite entschieden und was man jetzt macht oder was man jetzt so unternimmt, wo man vielleicht auch hin möchte. Und dann sehe ich hier den Page der Kelche, der auf dich zukommen könnte. Also hier könnte jemand auf dich zukommen, dir ein liebevolles Angebot machen, aber du bist hier total unentschlossen. Ne? Es geht hier noch um eine Entscheidung. Es geht hier um eine Entscheidung. Du weißt hier noch nicht so richtig, holst dir auch Hilfe aus dem Himmel so ungefähr, was mit dieser Entscheidung zu tun hat. Du bist unentschlossen, ja. Also so eine richtige Unentschlossenheit, weil du möchtest hier deine Sicherheit nicht verlieren. Die vier der Münzen, ne, das ist auch immer so, man klammert sich an etwas Stabiles, an die Sicherheit. Man, ja, man gibt die Sicherheit, die man vielleicht auch jetzt hat, nicht gerne auf, ne. Und wie gesagt, hier geht's darum, dass man unentschlossen ist, was man hier annehmen soll oder ob man hier etwas annehmen soll. Da kommt jemand, möchte dir etwas Kleines erstmal geben, aber du weißt nicht, ob du das annimmst, ja. Und was ich hier auch mit dem Sechs der Schwerter und dem Magier reinbekommen habe, das ist so, es muss sich jetzt erstmal etwas ändern, bevor du das hier annimmst. Also irgendwas muss sich hier ändern. Irgendwie muss man doch dagegen etwas machen können. Ja, dass man hier vielleicht auch zusammen an ein anderes Ufer geht. Also auf der einen Seite habe ich dich so, ja, willst du das annehmen? Auf der anderen Seite habe ich dich aber so, du willst dich eher davon wegbewegen, weil du halt unentschlossen bist, ja, du möchtest Stabilität, ne, das ist das, was du möchtest und du bist dir nicht ganz sicher, ob das jetzt auch etwas für dich wäre, was dir Halt im Leben und Sicherheit geben kann, weil du möchtest unbedingt diese Sicherheit in deinem Leben, du brauchst diese Sicherheit, ja, du möchtest nicht irgendwas Lapidales oder sowas, ne, okay. Ja, schauen wir mal, was die Lennys hier noch sagen. Was sagen die Lennys noch für die Liebe die kommende Woche? 19. bis 25. die Liebe. Die Liebe die kommende Woche. Ja, die Liebe ist ja auf jeden Fall dabei, aber es sind hier noch Ängste und Unklarheiten, ne, was ich hier sehe. Ja. Es gibt hier Ängste und Unklarheiten in einer Verbindung, ne, die kommende Woche. Also da sind wahrscheinlich noch Themen irgendwie ungeklärt. Man hat noch keine klare Sicht hier wegen einer Verbindung mit jemandem. Man hat zwar Emotionen, aber auch gleichzeitig Angst. Ne? Und wo bewegt sich die Sache hin? Wo bewegt sich die Sache hin? In der Blockade. Ja, den Berg habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Ja, irgendjemand wird hier das blockieren, ne? Etwas Festes, etwas Sicheres mit dir haben zu wollen. Oder vielleicht ist es aber auch generell bei dir so ein bisschen blockiert. Das kann auch mit der Familie etwas sein. Aufgrund von Ängsten und Blockaden, ne, kann es hier vielleicht auch im familiären oder generell zwischen dir und jemanden hier nicht fest und stabil werden. Die Liebe ist definitiv da, ja. Aber da ziehen könnten auch ein paar dunkle Wolken so ein bisschen auf. Ziehen, die es gilt zu klären, vor allem auch innerlich mit den Emotionen. Es geht hier um eine Verbindung, wo man Ängste und Unklarheiten hat, keine klare Sicht. Ja, und wo jetzt wirklich mal eine Änderung her muss. Und wenn hier halt wirklich jemand ja nur einfach so was Kleines will und dir keine Sicherheit geben kann, dann ist es klar, dass es hier alles blockiert. Ne? Dass es hier zu nichts Sicheren kommt. Also da liegt eine Blockade noch drauf, ne, in einer Verbindung. Okay, da weißt du erstmal Bescheid. Also nächste Woche, ja. Und das sind wahrscheinlich dann so diese Konflikte, ne? Also, dass ihr das, vielleicht kommt dann hier auch ein Stillstand rein in die Liebe oder vielleicht ist hier generell dann auch so ein Stillstand. Man kann dann hier nicht entscheiden. Ich habe so wirklich das Gefühl, dass jemand auf dich zukommt, dich einladet oder dir etwas sagt und du dann aber hier im gehängten Modus bist, dass du nicht weißt, wie du hier reagieren sollst, ja, bei dieser Angelegenheit. Na?
Weil entweder hat sich dieser Mensch schon länger nicht gemeldet oder dich vielleicht auch schon öfters mal enttäuscht. Ja, das kann auch sein. So, was sagt die liebe Liebe dazu generell? Oh. Ja, also irgendwas ist hier eine riskante Versuchung, der Schein trügt. Na? Dann, du sollst dir auf jeden Fall selber treu bleiben. Dann ist das der Seelenpartner, ne? Also es könnte ein Seelenpartner für dich sein. Und wirf all deine Bedenken über Bord und lass dich in meine Arme sinken. Ja? Ich möchte mal noch eine Karte von Maxim Mankiewicz für die kommende Woche. Oh, das sind drei. Das ist einmal die Nummer 15. Kümmere dich um deinen Körper. Es ist nicht klug, erst auf eine Krankheit zu warten, um dir endlich die notwendige Zeit für deine Gesundheit zu nehmen. Also du sollst dir hier auch etwas Ruhe gönnen die kommende Woche. Dann die Nummer 11. Lasse Erwartungen los, sie sind nur Illusionen. Vielleicht erwartest du ja was, ne? So viele Menschen wollen mehr Geld, einen besseren Job oder einen liebevolleren Partner. Doch sobald wir was wollen, sind wir nicht mehr frei. Öffne dich stattdessen für unbegrenzte Möglichkeiten. Und dann haben wir noch die Nummer 9. Beobachte. Starke Gefühle sind Signale, die dir präzise aufzeigen, wo du noch wachsen, etwas klären, bewusst verändern oder heilen kannst. Unterdrücke sie nicht, lerne von ihm. Ne? Also wenn sich in der kommenden Woche irgendwelche Gefühle für dich aufzeigen, dann lass sie hochkommen. Die Gefühle, die haben dir auf jeden Fall etwas zu sagen. Ne? Fühle diese Gefühle. Ja. So, was sagen die Zeitkarten noch für kommende Woche? Da ist es rausgeflutscht. Nee, die wollte nicht. Zwei Stück. So, wir haben die Nummer 2. Jetzt geht es gut voran. Ne? In 2 Tagen, 2 Wochen. Und dann haben wir noch die Skorpionzeit. Die steht ja noch vor der Tür. Das ist die Nummer 8. Ne? Kann aber auch dein Sternzeichen oder das Sternzeichen deines Gegenübers sein. Heile die Wunden in 8 Wochen, 8 Monaten. Ne? Soll man hier Wunden heilen. Ja? Der Skorpion, der kann ganz schön zustacheln. Ne? So, von mir gibt es aber heute auch mal noch eine Engel- und Ahnenkarte für euch mit. Die Engel und Ahnen, was sagen die? Was geben die für einen Tipp? So, die Engel und Ahnen, die sagen, die weiße Hexe sei das Licht. Ne? Also sei hier wirklich weise und strahle. Ne? So können wir es übersetzen. So, mein Lieben, jetzt gibt es aber auch noch die Runen für die kommende Woche von der lieben Claudia Jutex. Ihre Webseite findest du hier unten im Kommentarfeld. Da kannst du auch ihre anderen Runenkreise nochmal nochmal anschauen. Ne? Kannst dir auch deinen eigenen Runenkreis individuell bestellen oder gestalten lassen von ihr. Und wenn du daran Interesse hast, dann melde dich gerne bei ihr. Das ist eine ganz liebe. So, welche Runen zeigen sich für die kommende Woche? Hier krabbelt gerade eine Spinne an meiner Wand. Spinnen, die kommen ja überall hin. Die können sich ja ihre Netze spinnen. Na, jetzt hört sie mir zu, jetzt ist sie ganz ruhig. Ja, das soll ich dir jetzt auch nochmal sagen. Eine Spinne kann sich ihr eigenes Netz spinnen. Ja, und die kommt überall hin, die kann sich überall hinhangeln. So, kommende Woche. Ist ja nicht viel. Was sich hier zeigt. Okay, ich sammle die anderen erstmal zusammen. So, 3 Runen haben sich nur gezeigt. Naja, also wir haben die Kenas erstmal hier mit dabei. Bei der Daggers. Ne? Und das heißt so viel für mich. Mach dich wirklich in der kommenden Woche locker, vor allem innerlich. Ne? Vor allem in deinem Innenleben, weil die Kenas, das ist das innere Feuer. Ne? Das ist auch das, was man aussendet. Wenn du etwas nach außen sendest, dann bleib ruhig und bleib locker. Ja, und hier kann auch etwas Fruchtbares für dich rauskommen und entstehen mit der Otala. Ja, also du musst dich dann entscheiden, bindest du dich an etwas oder befreist du dich von etwas? Und ich kriege hier irgendwie auch sowas wie eine Befreiung rein und dich einfach locker machen, vor allem innerlich. Ja. So, dann habe ich hier die Doppel-Divunio, also Freude, Hoffnung und Glück ist auch in der kommenden Woche doppelt dabei. Aber ich habe auch etwas, was hier reinhageln könnte. Es könnte etwas für dich in der kommenden Woche reinhageln mit der Hagalas, was dich zu einem Mangel führen kann. Und dann müssen irgendwelche Veränderungen in der Not durchgeführt werden. Ich habe jetzt wirklich mal das Gefühl, dass ich jetzt noch 2
Lennemore-Würfel darauf würfeln möchte. Okay, es geht um Kommunikation. Um Kommunikation, ne? Also hier geht es in der kommenden Woche um Kommunikation, die erstens Fülle bringt. Aber auf der anderen Seite sehe ich hier, dass in die Kommunikation noch etwas reinhageln kann. Und hier ist der Turm zu sehen. Und der Turm, vielleicht findet hier etwas nicht statt, wird etwas nicht so richtig fruchtbar, wie du dir das gerne gewünscht hättest. Auf jeden Fall steht der Turm immer wieder für einen Rückzug oder für eine Isolation oder Trennung. Na, das kann aber auch sein, dass es hier um eine Behördenkommunikation geht. Auf der einen Seite freust du dich, aber auf der anderen Seite hakelt dann was rein, was dir sozusagen, ja, was dich in den Rückzug zwingt oder wo sich jemand zurückzieht, wo was nicht stattfinden kann, wo man halt wirklich hin wollte. Na? Okay, ja, vielleicht macht das ja für dich Sinn. Ne? Ich denke, das ergibt erst in der kommenden Woche für dich Sinn. Und ich wünsche dir jetzt erstmal ein ganz, ganz wundervolles Wochenende noch. Ah, ich sehe was. Die ist rausgefallen. Die hat sich draußen umgedreht. Das ist die Evas, ne? Und das ist auch so, also für mich, ich sehe das auch immer so als Seelenliebe, dass sich zwei die Hände reichen. Es beginnt hier auf beiden Seiten zu fließen, weil auch die doppelte Lagos ist. Es geht hier wirklich um harmonisches Miteinander. Na, in der kommenden Woche. Die Duschmatte hoch. So. Und jetzt meine lieben Gewinner, meldet euch bei mir, euren Preis da einholen. Und ja, und ansonsten euch noch einen schönen Sonntag und einen schönen Start in die kommende Woche. Wir hören uns morgen mit dem Tagesorakel. Ciao.